Und damit herzlich willkommen, liebe Battlefield-Freunde, zur Folge 3 von Battlefield 1. Wir sind stehen geblieben beim dunklen Wald und ich möchte gerne mal eine Sache noch schnell einstellen. Und zwar nicht die Musiklautstärke. Sprachkommentatorstimme. Sprache, nö. Mir war es, als ob ich das nur einstellen kann, wie laut der Sprecher in den Zwischensequenzen sein soll, aber habe ich mich da wohl geirrt. Aber ist egal. Wir müssen jetzt den Panzer hier so ein bisschen durch den Nebel durchlotsen. Und oh, das sieht so geil aus, Freunde. Alter, fahr mich nicht über den Haufen. So, und wir haben leider auch nur unsere gute Luger bei. Also die Pistole heißt halt so. Panzerwrack. Oh oh. Großer Gott, mein Feld geschützt. Edwards, du erkundest das Gelände. Ich versteck mich. Schalt es aus. Wenn es eng wird, helfen wir dir. Immer bleibt das alles an mir hängen. So, Ah, er hat mich noch nicht gesehen. Kann ich das eigentlich auch direkt kaputt machen oder so? Das Ding dreht sich total langsam. Ja. Bin ich jetzt tot? Ja. Daniel Edwards, 1895 bis 1918. So ein Scheiß. Okay, dann müssen wir das nochmal machen. Machen wir das mal anders. Ich mache das jetzt aber mal anders. Die suchen mich da hinten jetzt. Aber hier hinten steht ja noch ein anderes Geschütz, damit wir das erstmal ausgeschaltet kriegen. Und dann weg von dem Geschütz. Oh, eine Granate hinwerfen hier. Ich habe keine Granate. Angst vor dir? So, jetzt holen wir uns erstmal eine ordentliche Waffe. Ach Quatsch. Hallo, ich krieg dich. Ich krieg dich. Totgehauen. Und da kommt die gute Bess. So, jetzt können wir uns aber hier in den Zelten noch ein bisschen umgucken. Und noch ein bisschen, was an neuen Waffen finden. Hier zum Beispiel Granaten. Äußerst wichtig. Und das Zeug, das habe ich auch ganz gut gebrauchen können. Ich brauch dich hier, Junge. Ja, ist ja gut. Edwards, da bist du ja, Kleiner. Das war Zauberei, Fahrer. Wahre Zauberei. Als gäb's den Krieg gar nicht. Was? Zurück. Ich breche durch den Draht. Na, dann mach mal. Geh voraus und führ uns durch. Aber geh nicht zu weit nach vorne. Alter, du sollst mir nicht über den Haufen karren. Das Ding ist schwer.
So eine Panzerkette eitert nur ganz schwer wieder raus. Ich gehe mal hier unten lang. Okay, und das ist zum Beispiel wirklich cool. Wenn es hier tatsächlich Probleme gibt, dann kommen die tatsächlich hinterhergefahren und unterstützen mich. Ach, hier ist ein Friedhof. Ist ja geil. Stehen hier Namen auf den Grabsteinen? Nee. Oder auf den Kreuzen vielleicht? Nö. Das gibt's doch nicht. Jetzt wollte ich gerade die Waffe wechseln. Scheiße. Ich stelle mich hier gerade ein bisschen glatt an. Ich weiß das selbst. Alter, jetzt sind die Waffen weg. Fuck. Jetzt ist mein C4 weg. So ein Mist. Ich versuche mich mal so ein bisschen weiter rumzuschleichen hier. Boah, das Ding dreht sich so kacken langsam. Jetzt steht der Affe genau hinter diesem... Ach nee, es würde jetzt zu lange dauern, das Ding zu drehen. Ich muss das andere Geschütz finden. Alter, was hat mich denn jetzt erwischt? Alter. Das tut mir total leid, Freunde, dass ich mich jetzt hier so glatt anstelle, aber... Das hat mich jetzt echt ein bisschen überrascht. Ich gehe mal andersrum. Scheiße, jetzt bin ich denen auch genau in die Arme gerannt. Was ist denn das hier unten? Naja, ist auf jeden Fall nicht Kampfgebiet. Hey, cool. Ein Waffenlager. Ah, ich habe eine Luger mit Schalldämpfer. Warte mal, die tauschen wir mal gegen die hier aus. Sehr schön. Naja. Und hier waren ein paar Granaten. Sehr schön. So, liegt hier sonst noch irgendwas? Irgendwas ist das denn? Ach, eine Hacke. Können wir das Ding... Ach, King's Bayonet können wir es nicht austauschen. Ich muss das Teil auf der 3 behalten. Das ist nämlich das Teil, mit dem ich den Panzer repariere. Das brauche ich. So, hier ist jetzt nur noch einer in Alarmbereitschaft. Und den erledigen wir schön mit dem
Schalldämpfer. Alter, ich treffe den nicht. Der ist doch genau unter diesem scheiß Baum. Scheiße. Ich habe für das Ding auch nicht so viel Munition, das ist blöde. Diesmal renne ich da jetzt aber nicht so blindlings rein. Oh! Zwei mit einem Schuss. Ah! Wie viel Munition habe ich für das Ding jetzt noch? Oh, auch nicht mehr allzu viel. So, hier sind auf jeden Fall noch welche übrig. Ich schleich mich mal hier unten durch den Keller. Kann ich hier irgendwas kaputt machen oder so? Nö. Schade. Ah, hier ist aber eine Waffenkiste. Oh. Das Ding nehme ich jetzt einfach mal. Ach, ist ja geil. Das Ding macht bestimmt große Löcher. So, das war der letzte. So. Gehen wir mal zum Panzer zurück. Na, tut mir leid, Freunde, dass ich mich hier vorhin so ein bisschen glatt angestellt habe, aber ich war doch ein wenig überrascht, stellenweise. Das ist aber auch ein Riesenteil, Alter. Kuckuck, hallo. Kann ich winken? Ich sag dir was, ich bin froh, dass du auf unserer Seite bist, Edwards. Geh nicht vor, darum kümmern wir uns. Also bei Call of Duty wäre es jetzt so, dass er sagen würde, irgendwie, Freund... Friendly Fire wird nicht geduldet oder irgendwie sowas würde da jetzt wahrscheinlich stehen. So, hier ist noch so ein zerstörtes Teil. Aber wir haben ja noch unser Bum-Bum-Geschoss hier. Ach du Scheiße. Ich dachte, das ist ein Raketen... Ich dachte, das ist ein Raketenwerfer! Ich habe jetzt ehrlich gesagt auch nicht geguckt, wie viel Schuss das Ding hat. Ich muss die Typen ausschalten, die hier oben...
Alter, wo ist das Ding? Da ist das Teil. Okay, jetzt nicht mehr. Oh, hier steht noch Artillerie rum. So. Ja, gut. Dann kann ich das Ding eigentlich weniger gebrauchen, wenn das auch bloß so ein Maschinengewehrteil ist. Bringt mir nicht viel. Weil so, wenn man sich das so anguckt, das sieht doch eher so aus, als wäre das sowas wie ein Raketenwerfer. Ich weiß gar nicht, ob die das damals im Ersten Weltkrieg schon hatten, so eine Dinger, keine Ahnung. Nicht übel, Edward. Gleich sind wir raus aus dem Wald. Laut Karte müssten wir aus diesen verdammten Wäldern bald raus sein. Wir müssen über die Brücke hier, dann dürfte es nicht mehr weit sein. Du musst aber weiterhin vorausgehen, um uns zu Deutsche, auf der Brücke! Zeigen wir es ihnen! Edward, schneller! Na gut, hierfür eignet sich das Ding jetzt gar nicht mal so schlecht. Ich kann zwar im Gefecht jetzt hier so gut wie nichts sehen. Ich tausche das Ding jetzt auch aus. Was haben wir hier noch drin? Achso, das ist ein Karabiner. Ich glaube, ich kann keine Granaten mehr tragen. Okay, was ist hier noch? Panzerbüchse. Gehe in Bauchlage, um die Wache zu benutzen. Ah, okay. Das wird jetzt wahrscheinlich so eine Art Raketenwerferteil sein. Okay. Hier schleiche ich mich mal auch so ein bisschen oben lang. Ah ne, warte mal, hier war ein Snipergewehr drin, das weiß ich noch. Aber mit dem Sniper komme ich hier nicht sehr weit. Das ist Quark. Das habe ich beim letzten Mal schon gemerkt, dass das nicht viel bringt. Wir versuchen mal das andere Teil. Kann ich mich hier rauflegen? Ja, oder? Nö, halt. Was ist das Ding? Alter! Mist, verdammter! Wow! Ja, ich bin eine One-Man-Army. Was? Wo ist er denn jetzt? Ach, da ist er. Ach, scheiße, das reicht. Oh, oder reicht das? Hat das gereicht jetzt? Nee, das Ding ist immer noch bunt. Okay.
Ich glaube, in einer der Kisten hier drin lag C4. Panzerabwehrgranate. Gut, die brauchen wir sowieso. Naja. So, denn damit können wir sehr erfolgreich den ein oder anderen gepanzerten Kollegen aus dem Weg räumen. Aber erstmal gehen wir zu unserem Panzerkollegen zurück. Oh, wie scheiße ist denn das? Ach, fuck. Muss nochmal da rein. Was? Wo kam das jetzt her? Wo steht das Scheißding? Ach, da unten. Toll. So, ich brauche unbedingt ein... Ah, da ist ein Werkzeug. Ich muss nämlich meinen Panzer reparieren. Ich muss halt dafür sorgen, dass der auch bis zum Ende übersteht hier. Der ist ja immer noch nicht kaputt. Ist bald gut mit dem? Geht doch. Ah, warum wird denn der hier unten so malträtiert? Sekunde. Einmal ab Schräubchen festziehen. So, jetzt ist er nicht mehr vom Auseinanderfallen bedroht hier. So, jetzt schnappen wir uns aber mal die letzten hier, die hier noch. Gut, das würde nicht gut gehen. Da ist ja noch einer, so ein Mist. Ich habe auch keine Panzergranaten mehr. Was ist das? Ah, Dynamit. Das Zeug funktioniert bestimmt auch. Macht auch gute Löcher. Wo sind die hin? Alter. Oh, bitte halt noch kurz durch. Halt noch ganz kurz durch. Das war knapp.
Das war ausgezeichnet, Edward. Du kriegst einen Orden, wenn wir das übernehmen. Hui! So. Sie braucht 19 Kerzen. Hey, schau mal, wie weit dieses Dorf weg ist. Siehst du es, Junge? Kannst du das Dorf sehen? Ja. Ja, ich sehe es. Und unsere Panzer? Siehst du da unten irgendwelche Panzer von uns? Edwards? Ja. Aber es sind nicht mehr unsere. Was immer Bess braucht, es scheint da unten in dem Dorf zu sein. Na schön. Gehen wir, Edwards. Gehen wir. Viel Glück. Nirgendwo hin oder wird bis morgen tot sein. Am Arsch. Was, Sie wollen einfach die Mission abbrechen, oder? Begreifst du es nicht? Finch, Pritchett, wir alle. Wir waren die ganze Zeit am Arsch. Wenn Sie das wirklich wollen, McManus, dann gehen Sie. Rede nicht so mit mir. Ich hatte schon mehr verdammte Missionen als du warme Mahlzeiten, Kleiner. McManus, jetzt zieh einfach ab. Ja. Deserteur! Geldkatastrophe! So viel zu. Wir sitzen alle in einem Boot. So sehe ich das auch. Und deswegen machen wir jetzt hier erstmal Feierabend. Soll er doch machen, was er will. Wir machen jetzt hier auf jeden Fall in der nächsten Folge weiter. Ich sage jetzt hier aber erstmal vielen Dank fürs Reinschauen. Ich wünsche noch einen traumhaften Tag. Guten Morgen oder einen wunderschönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Ich verabscheue mich.